Ich schlage vor, als Diskussionsangebot, dass Europa als Republik organisiert wird, weil der Begriff der Republik der älteste und organischste Begriff ist, den man wählt, wenn es um politische Einheiten geht. Der Begriff stammt von Platon über Aristoteles, Cicero bis hin zu Kant, war die Republik, die Res Publica, die Organisation des Gemeinwohls, immer das, was Bürger gesucht haben, wenn sie sich in einer politischen Einheit zusammengeschlossen haben. Und ich hatte überlegt, dass in der augenblicklichen Krise der EU das als Diskussionsangebot funktionieren könnte. Wenn wir auf diesem Kontinent noch eine politische Einheit begründen wollen, dann sollten wir eine Europäische Republik begründen. Was ist Inhalt in dem Begriff der Republik? Die Republik beruht auf der politischen Gleichheit aller ihrer Bürger. Die Bürger sind gleich vor den Steuern, vor dem Recht und vor dem Wahlrecht. Das ist ganz wichtig. Das ist in der derzeitigen Verfasstheit der EU nicht abgebildet, weil wir vor dem Recht nicht gleich sind. Wir sind bei den Steuern nicht gleich, wir sind bei dem Wahlrecht nicht gleich. Und deswegen funktioniert auch die EU als politische Einheit nicht. Das kriegen wir gerade allenthalben vorgeführt. Brexit, Grexit, Flüchtlingskrise und so weiter. Insofern steht die Souveränität der Nationalstaaten gegen das Projekt Europa. Im Übrigen darf man daran erinnern, dass schon zu der Gründungszeit, als der europäische Gedanke in den 50er Jahren von Walter Hallstein und Robert Schuman begründet wurde, die Überwindung der Nationalstaaten das eigentliche Ziel der europäischen Integration gewesen ist. Und in der augenblicklichen Dystopie, wo wir Populismus, Nationalismus in Europa sehen, war es mir ein Anliegen, nochmal daran zu erinnern, dass die Europa, die Frau, die auf dem Stier geritten ist, ein Zeichen der Grenzenlosigkeit ist und dass wir uns dieser Grenzenlosigkeit wieder erinnern und dass wir uns organisieren, nicht in souveränen Nationalstaaten, sondern als europäische Bürger in einer europäischen Republik, damit Europa dem Gemeinwohl dienen kann. Thank you.